Die Sinn 903 ST, eine wunderschöne klassische Uhr, die nicht nur ein Chronograph ist, sondern auch auf der äußeren Skala einen Rechenschieber integriert hat. Ich werde euch in diesem Video zeigen, wie man mit dieser Rechenschieberskala rechnen kann und auch entsprechend richtige Werte rausbekommt. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Die Sinn 903 ist nicht nur eine wunderschöne Uhr, sondern auch eine Uhr, die mir bei der Ablesbarkeit immer ein kleines Problem gemacht hat. Wie groß das Ablesbarkeitsproblem wirklich für mich ist, habe ich erst gemerkt, als ich versucht habe, mit ihr zu rechnen. Nichtsdestotrotz möchte ich dir heute zeigen, wie man mit der Sinn 903 tatsächlich rechnen kann, mit Hilfe der Rechenschieberlünette auf der Uhr. Was ich euch zeigen werde, sind nur Beispielrechnungen. Es gibt eine ganze Menge Rechnungen, insbesondere was die Fliegerei betrifft, Steigraten, Sinkraten, Seemeilenumrechnungen. Alles das würde hier in diesem Video zu weit führen. Letztendlich sind es alles nur verschiedene Spielarten der Division oder Multiplikation. Letztendlich kann man mit dieser Uhr jede Art der Multiplikation oder Division oder des Dreisatzes rechnen. Alles das zu zeigen, würde hier definitiv zu weit führen. Bevor es losgeht, erst einmal ein paar Basics, damit wir immer die gleiche Sprache sprechen. Auf der Uhr sind drei Skalen im äußeren Bereich angebracht, die ich im Video folgendermaßen verwenden werde. Die weiße, die sich über die Krone drehen lässt, ist die bewegliche Skala. Dann haben wir die Skala, die zwischen 12 Uhr und 11 Uhr mit 50, 55, 45 beschriftet ist. Diese werde ich als mittlere Skala bezeichnen. Und die darunter liegende Skala mit den Zeiten, bei 1 Uhr steht 1:10, dann 1:20, 1:30, die werde ich als innere Skala bezeichnen, um entsprechend auf die Werte, die ich meine, hinzuweisen. Beginnen wir mit einer einfachen Multiplikation. Wenn wir die bewegliche Skala uns anschauen, dann beginnt sie oben mit einer roten 60 und geht dann weiter 65, 70, 75, bis hier eine rote 10 erscheint. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass dem gegenüber auf der mittleren Skala ebenfalls eine rote 10 gebracht ist. Leider sehr, sehr dunkel. Hier sieht man es etwas besser. Da steht 10 über 10. Das ist also der Referenzpunkt, an dem wir starten. Jetzt möchte ich eine einfache Multiplikation vornehmen. Und zwar rechne ich jetzt 13 mal 5. Dafür drehe ich auf der beweglichen Skala die 13 auf den roten Referenzpunkt, den ich eben gezeigt habe. Da ist die 13 über dem roten Referenzpunkt. Und schaue jetzt hier rüber, wo die 5 ist. Da steht die 50 ebenfalls auf der mittleren Skala. Und auf der äußeren beweglichen Skala kann ich das Ergebnis ablesen. 65. Ihr seht, dass die Zehnerpotenz nicht ganz stimmt. Hier steht 13. Und hier steht dann nicht 5, sondern 50. Das bedeutet, bei dieser Rechenschieberkalkulation müssen die Zehnerpotenzen im Kopf gerechnet werden. Das Gute ist, dass ich mit der gleichen Einstellung mehrere Rechnungen machen kann. Ich könnte rechnen 13 mal 50 sind 650. Oder 1,3 mal 5 sind 6,5. Die Zehnerpotenzen müssen im Kopf ausgerechnet werden. Nur die grundlegende Rechnung zeigt der Rechenschieber an.
Auf die gleiche Art und Weise kann auch eine Division durchgeführt werden. Wir machen jetzt mal etwas komplizierteres. Wir nehmen die 30 hier auf der beweglichen Skala und drehen die 30 auf die 23. So, wir haben jetzt hier auf der beweglichen Skala die 30, die genau über der 23 auf der mittleren Skala steht. Eine Sache, die man zwar im Kopf rechnen kann, die aber nicht direkt auf der Hand liegt. Unser Referenzpunkt ist wieder die rote Markierung auf der mittleren Skala, da wo die 10 steht. Korrespondierend dazu auf der beweglichen Skala steht die 13. Wie gesagt, die 10er-Potenz muss im Kopf gerechnet werden. Und so kommen wir zum Ergebnis, dass 30 durch 23 gerundet 1,3 ergibt. Wer einen Taschenrechner hat oder es nicht im Kopf nachrechnen möchte, wird sehen, dass dieses Ergebnis stimmt. Schauen wir uns einmal die Berechnung einer Geschwindigkeit an. Nehmen wir an, dass wir eine Strecke von 150 Kilometer gefahren sind und dafür 40 Minuten gebraucht haben. Ich muss jetzt die 150 Kilometer den 40 Minuten gegenüberstellen. Dafür muss ich schauen, wo die 40 Minuten auf der inneren Skala sind. Hier haben wir sie. Und jetzt die 15, denn 150 gibt es ja nicht, 10er Potenzen im Kopf zu berechnen. So, jetzt haben wir hier die 15 der 40 zugerechnet und müssen den Pfeil suchen, Kilometer bzw. Miles per Hour. Hier oben haben wir ihn. Die Geschwindigkeit liegt bei 225 Stundenkilometer circa. Man kann mit dieser Skala aber auch einen Dreisatz berechnen. Nehmen wir als Beispiel an, wir sind mit einem Auto eine Strecke gefahren und haben für eine Strecke von 500 Kilometern 60 Liter Sprit verbraucht. Auch das lässt sich berechnen. Wir nehmen die 60 für den Verbrauch von 60 Liter und stellen diese 60 Liter der Strecke von 500 Kilometern gegenüber, repräsentiert durch die 50. Wie gesagt, die 10er-Potenz muss immer im Kopf gerechnet werden. Unsere Referenz ist wie gehabt die rote 10er-Markierung auf der mittleren Skala und wir sehen auf der äußeren Skala, dass der Verbrauch in diesem Fall bei 12 Litern lag. Man kann mit der Skala aber auch noch andere Werte ausrechnen, zum Beispiel einen geschätzten Gesamtspritverbrauch. Nehmen wir einmal an, ein Flugzeug verbraucht im Schnitt 20 Spriteinheiten pro Stunde. Und wir drehen jetzt die 20 auf den Pfeil, den wir eben noch für die Geschwindigkeit gebraucht haben, Miles per Hour. Dann können wir jetzt auf der inneren Skala ablesen, was wir tatsächlich brauchen, wenn wir entsprechend länger fliegen. Bei einer Stunde 30 über dem 2-Uhr-Index kann man auf der beweglichen Skala außen die 30 sehen, das heißt bei 20 Einheiten pro Stunde brauchen wir bei anderthalb Stunden 30, bei 2 Stunden 30 50
und so weiter und so fort bei 4 Stunden 80. Hier lässt sich also der Gesamtspritverbrauch über eine längere Strecke errechnen, wenn mir der Spritverbrauch pro Stunde bekannt ist. Es muss natürlich nicht der Spritverbrauch sein, es können auch Besucherzahlen sein, es können andere Arbeitseinheiten sein, die man in einer Stunde abarbeiten kann, und hier lässt sich dann entsprechend der Wert über unterschiedliche Zeitintervalle hochrechnen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video, auch wenn es ein kleines bisschen trocken war und relativ wenig mit der Uhr als solches zu tun hatte. Ich hatte einige Fragen, dass ich das nochmal zeigen sollte. Ich habe es hiermit getan. Ich selber kann die Uhr nicht lesen. Ich werde es wieder vergessen. Ich werde es auch nicht nutzen. Interessant finde ich es trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.